Wir sind nicht dazu geschaffen, zu versagen. Und doch gehört das Versagen zu unserem Leben. Auf dem Weg zum Erfolg versagen wir meist regelmäßig. Vielleicht ist das, was ihr haben wollt oder meint haben zu müssen, das Schlechteste auf der Welt für euch und ihr wisst es noch nicht einmal. Der verlorene Sohn dachte auch, dass er wusste, was er wollte. Ich will meinen Anteil am Erbe, ich will hier raus, mein eigenes Ding machen, mein eigenes Leben führen. Und sein Vater zahlte ihn aus, das verblüfft mich immer wieder, ohne Streit, er gab ihm sein Erbe. Er wusste, sein Sohn würde damit losziehen, es vergeuden und sein Leben ruinieren. Manchmal merken wir erst, was uns nicht gut tut, nachdem wir es bekommen haben. Einige von euch sind alleinstehend und ihr würdet sogar den falschen Partner heiraten. Ach, ihr habt keine Ahnung, was es heißt zu leiden. Ihr denkt, ihr leidet darunter, ein Single zu sein. Oh nein, das ist nicht das Schlimmste. Schlimm ist es, mit der falschen Person verheiratet zu sein. Darunter leidet man. Ich frage euch heute, was immer es ist, das ihr euch wünscht, was würde passieren, wenn ihr es nie bekämt? Würdet ihr Gott immer noch genauso lieben? Wisst ihr, wir begreifen manchmal gar nicht, dass wir oft nur dann an Gott interessiert sind, wenn er etwas tun soll. Anstatt ihn zu suchen als den, der er ist. Wie sehr befürchtet ihr, nicht das zu bekommen, was ihr euch wünscht? Und wenn es so ist, könnt ihr trotzdem glücklich sein? Könnt ihr immer noch ein Segen für andere sein? Könnt ihr immer noch hingegebene Christen sein? Könnt ihr Gott noch genauso lieben, egal was er von euch will und was ihr gerade durchmacht? Können wir das? Gut. Die zweite Angst, mit der sich meiner Meinung nach viele Menschen herumplagen, ist die Furcht, nicht perfekt zu sein. Jemand, der perfektionistisch veranlagt ist, leidet darunter mehr als andere, aber bis zu einem gewissen Grad haben wir alle damit zu kämpfen. Wir sind nicht dazu geschaffen, zu versagen. Und doch gehört das Versagen zu unserem Leben dazu. Um genau zu sein, auf dem Weg zum Erfolg versagen wir meist regelmäßig. Aber niemand ist ein Versager, es sei denn, er gibt auf. Das ist das Einzige, was uns zu Versagern macht. Deshalb bleibt in Bewegung und versucht, wieder aufzustehen. Der Gerechte fällt 7-mal und steht wieder auf. Etwas kann mich umhauen, aber nicht K.O. schlagen. Versteht ihr mich? Selbst wenn ich nichts anderes vorzuweisen hätte, eines kann ich sagen, ich bin immer noch hier. Ja. Versagen bedeutet nicht automatisch, dass es rückwärts geht. Manchmal lernen wir mehr durch unsere Fehler als durch unsere Erfolge. Und Versagen bleibt kein Versagen, wenn man etwas daraus lernen will. Und wenn man diesen Fehler nicht mehr wiederholt. In Matthäus 14 lesen wir, wie Jesus auf dem Wasser zu seinen Jüngern ging, die zu 12 in einem Boot saßen. Nur einer von ihnen besaß den Mut, auf dem Wasser zu gehen, und sogar er bekam es nach kurzer Zeit mit der Angst zu tun und begann unterzugehen. Nun, Jesus hat diese 12 Männer nicht einfach fallen gelassen und gesagt, mit euch kann ich nichts anfangen, ihr Feiglinge. Gott sei Dank hört er nicht auf, an uns und mit uns zu arbeiten. Gleichzeitig möchte ich Folgendes sagen, auch wenn Petrus ziemlich ausgeprägte Schwächen hatte und dazu gehörten auch Ängste, gibt es unter anderem einen Grund, warum Gott Petrus in erstaunlicher Weise einsetzen konnte. Ja, es ist wirklich unglaublich, wenn man bedenkt, dass Petrus Jesus 3-mal verleugnet hat und trotzdem einer der führenden Apostel wurde. Meiner Meinung nach konnte Gott Petrus trotz seiner Ängste gebrauchen, weil er zumindest bereit war, aus dem Boot zu steigen. Viele versuchen es gar nicht erst. Sie haben solche Angst vor dem Versagen, dass sie es nicht einmal ausprobieren würden.
Sie leben ihr langweiliges Leben, behalten ihren langweiligen Job und haben immer dieselben langweiligen Freunde. Es ist immer dasselbe, 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 immer und immer wieder. Gott, ich verstehe das nicht. Ich brauche was Neues, etwas Frisches. Warum verhalten wir uns so? Weil wir uns in der gewohnten Umgebung sicher fühlen, aber gleichzeitig widert es uns irgendwie an. Ein Teil von uns möchte unbedingt aus dem Boot aussteigen, aber dann sagt der Teufel, was ist, wenn du untergehst? Ich würde das dem Ewigen einerlei auf jeden Fall vorziehen. Nichts ist beängstigender, als keine Veränderung zu erleben, oder? Habt keine Angst davor zu versagen. Die dritte Angst, mit der wir uns meiner Meinung nach herumschlagen, ist die, nicht genug zu leisten. Vor kurzem haben wir eine Umfrage innerhalb unseres Missionswerkes gemacht. Ich erinnere mich jetzt nicht mehr genau an die Fragen, aber wir wollten herausfinden, welches Thema die Leute am brennendsten interessiert. Wisst ihr, was dabei ganz vorne lag? Viele wollten wissen, ob sie genug für Gott tun. Geht euch manchmal dieser Satz durch den Kopf, Gott, was kann ich tun, was kann ich tun? Was möchtest du von mir? Was möchtest du, dass ich tun soll? Gott möchte, dass ihr Folgendes tut. Glauben. Wisst ihr, Glauben ist nichts Passives. Gott zu glauben ist etwas sehr Aktives. Man ist dabei geistlich aktiv, anstatt aus eigener Kraft alle Hebel in Bewegung zu setzen und Dinge zu tun, die Gott gar nicht von uns möchte. Was heißt es, aus eigener Kraft handeln? Es bedeutet, dass ich versuche, das zu tun, was nur Gott tun kann. Er steht dann in zweiter Reihe und sieht zu, wie ich ein Durcheinander nach dem nächsten verursache und dann noch eines, bis ich es schließlich kapiere. Oh, ich schaffe es nicht. Dann endlich beten wir unbegreiflich. Oh Gott. Gott, ich schaffe das nicht. Ich kann es einfach nicht. Als würden wir ihm etwas mitteilen, das er nicht bereits wüsste. Er hat ja 5 Millionen Mal versucht, uns das klarzumachen. Was soll ich tun, Gott? Sag es mir doch. Ich habe alles versucht. Ich weiß nicht, was ich machen soll, Gott. Ich glaube, jetzt hilft nur noch Gebet. Das ist doch wirklich ein bisschen schräg. Eines Tages hatte ich solch einen Anfall, ließ mich dramatisch auf den Fußboden fallen und sagte, das war's jetzt, Gott. Ich werfe alles hin. Ich gebe einfach auf. Wisst ihr, was der Heilige Geist mir antwortete? Ehrlich? Ich hörte es und dachte, das klingt ja so, als ob du begeistert darüber wärst. Und dann hörte ich etwas in meinem Herzen. Jetzt kann ich endlich anfangen zu handeln. In den seltenen Momenten, in denen du zu erschöpft bist und aufhörst, alles selbst zu machen. Oh, ich hatte mich dermaßen angestrengt. Ich hatte versucht, Dave zu verändern. Oh, ich hatte so sehr versucht, ihn zu ändern, doch er veränderte sich einfach nicht. Und Gott half mir auch nicht, das gefiel mir überhaupt nicht. Gott sagte mir immer wieder, ich solle mich ändern, aber ich wollte seine Aufmerksamkeit auf Dave lenken. Hallo, könnt ihr mir folgen? Ich erinnere mich an diese Zeit und einige von euch machen gerade etwas Vergleichbares durch. Mein ältester Sohn David ist mir sehr ähnlich. Wir hielten es nicht einmal 2 Sekunden lang miteinander im selben Raum aus. Aber ich begriff nicht, dass es daran lag, dass wir uns in unserem Temperament sehr ähnelten. Wisst ihr, das war zu einer Zeit, als ich mich selbst noch nicht leiden konnte. Wie hätte ich ihn leiden können, wo er doch war wie ich? Hallo, ich rede hier zu euch, versteht ihr? Ich erinnere mich noch daran, wie frustriert ich damals war.
Ich versuchte, Dave zu ändern, ich versuchte, mich selbst zu ändern. Meine Nachbarin war mir egal, an der hätte ich aber auch herumgedoktert. Mal ehrlich, wen habt ihr zurzeit in der Mangel? Eins ist sicher, Gott wird euch darin nicht unterstützen, weil er euch verändern will. Und nicht nur das, er hat euch einige Menschen an die Seite gestellt, die wie Schmirgelpapier für euch sind. We'll talk more about that. Über diese erfreulichen Dinge werden wir ein anderes Mal mehr hören. Wir sollten damit aufhören, innerlich Checklisten zu führen. Wie lange habe ich gebetet? Wie lange habe ich in der Bibel gelesen? War es genug? Reicht es aus? Ist es genug? Heute fragte mich der Pastor, ob ich mit der Anzahl der Leute zufrieden sei. Ich sagte ja. Ich habe das vor langer Zeit aufgegeben. Früher habe ich mich verrückt gemacht und die Leute in meinen Veranstaltungen gezählt. Wisst ihr warum? Ich hatte das Gefühl, mein persönlicher Erfolg würde davon abhängen, wie viele Leute kamen. Ich kann mich erinnern, dass es ein Erfolg für mich war, 75 Leute in einem Raum zu bekommen. Wenn wir uns von solchen Dingen abhängig machen, wird genug niemals genug sein. Es wird nicht ausreichen. Genug ist nie genug. Denn solange ihr euch in diesem System bewegt, wird der Teufel euch herausfordern. Du kannst dann erst glücklich sein, wenn du auch noch das hast. Einige von euch haben inzwischen mehr finanziellen Erfolg, als ihr euch jemals erträumt habt. Doch es reicht euch immer noch nicht. Ihr habt ein größeres Haus, als ihr es je für möglich gehalten hättet. Euer Haus ist größer als das eurer Großeltern sowie eurer Eltern. Doch jetzt wollt ihr ein noch größeres. Ich bin scheinbar falsch hier. Okay, ich gehe hier rüber. Jetzt wollt ihr noch mehr Quadratmeter, über die ihr stöhnen könnt, wenn ihr sie putzen müsst. Sich ständig zu vergleichen und seinen Erfolg daran zu messen, was andere um euch herum besitzen, kann meiner Erfahrung nach bis in geistliche Dienste hineinreichen. Ich habe Pastoren gesehen, die im Wettstreit mit anderen um die größte Gemeinde lagen. Wir sind in die Innenstadt von St. Louis gegangen, um eine Gemeinde zu gründen, in die ärmste und schlimmste Gegend, die wir finden konnten, und andere Gemeinden feindeten uns an. Wir brauchen hier kein Missionswerk, das uns Leute abzieht. So handelt oft Kirche. Ich meine, wenn wir uns schon um die Sünder schlagen müssen, haben wir wirklich ein Problem. Und dann noch um die armen Sünder. Nun, ich kann mich noch gut daran erinnern, wie wichtig für mich die Länge meiner Gebetszeit war. Damals kam eine Fürbitterin in unsere Gemeinde und erzählte, dass sie 4 Stunden täglich von 5 bis 9 Uhr betete. Und ich dachte, das mache ich auch. Das mache ich auch. Seht mal, ganz oft denken wir, wenn wir herausfinden, was andere tun und das dann imitieren, würden wir ebenfalls bekommen, was sie haben. Es steckt ein Stück Wahrheit in diesem Elia-Elisa-Prinzip. Wenn ihr Männer oder Frauen Gottes sein wollt, solltet ihr nicht ständig irgendwelchen Trotteln nachlaufen. Wer positiv eingestellt sein möchte, sollte seine Zeit nicht mit negativ gesinnten Leuten verbringen. Die Menschen um uns herum haben Einfluss auf uns. Aber nur weil Gott jemanden mit einer bestimmten Aufgabe betraut hat, heißt das noch lange nicht, dass uns das Gleiche gelingen wird. Meine Tochter hat gerade über 20 Kilo abgenommen. Eine Mitarbeiterin von mir sogar um die 30 Kilo. Sobald andere das mitbekommen, fragen sie, wie habt ihr das gemacht? Wie habt ihr das gemacht? Was viele nicht begreifen, ist, dass Gott einen ganz eigenen Plan für jeden von uns hat. Also die besagte Dame hatte die Aufgabe, 4 Stunden täglich zu beten, ich aber nicht. Und doch nahm ich meine Uhr, zog mich in ein Zimmer zurück, schnappte mir meine Bibel. Ich kündigte es groß in meiner Familie an, ab jetzt werde ich jeden Morgen von 5 bis 9 in mein Gebetszimmer gehen. Konnte förmlich spüren, wie mir Flügel aus meinem Rücken wuchsen. Nun, ich betete 5 Minuten lang und hatte in der Zeit schon 3-mal für alles gebetet, was mir einfiel.
Dann hielt ich ein heiliges Schläfchen. Wer von euch kennt so etwas wie ein heiliges Schläfchen? Naja, meiner Familie habe ich nicht erzählt, dass ich beim Gebet eingeschlafen bin. Gott half mir also nicht dabei. Dieselbe Erfahrung machte ich, als ich versuchte, die Bibel in einem Jahr durchzulesen. Auch wenn ich das für eine gute Sache halte. Aber wisst ihr, ich bin eine Bibellehrerin. Wenn ich also anfange, Gottes Wort zu lesen, bin ich plötzlich überall und schlage alles Mögliche nach. Für mich ist es schwer, mit dem ersten Buch Mose anzufangen und chronologisch vorzugehen. Beim dritten Buch Mose angekommen, erinnere ich mich daran, dass sich Gott dabei auch etwas gedacht hat. Ehrlich gesagt reicht mir eine gewisse Anzahl von und der zeugte den. Gott kennt mich. Er weiß, wie ich ticke. Ich will mich keineswegs lustig machen, denn es ist gut und wichtig, Orientierung zu haben. Aber wenn ihr versucht, das, was andere machen, nachzuahmen, weil ihr denkt, auf diese Weise das zu bekommen, was sie haben, wird das nicht funktionieren. Gott will, dass ihr zu ihm kommt und euch seinen Plan für euer Leben abholt. Wir haben viel zu viele Rezepte, wie das Leben als Christ gelingen kann. Habe ich recht? Hört auf, alles aufzulisten. Wie gut war ich? Wie viele Fehler habe ich gemacht? Ihr wisst, dass David die Israeliten zählen ließ, weil er die Anzahl der Männer wissen wollte. Er wollte sich sicher fühlen, wenn er in die nächste Schlacht zog, und Gott schickte eine Plage. Er war gekränkt, dass David die Männer zählen ließ, um zu sehen, ob er das hatte, was er brauchte, um die Schlacht gewinnen zu können. Gott wollte ihm zeigen, du hast, was du brauchst, weil du mich hast. Gott will, dass ihr wisst, ihr habt das, was ihr braucht, weil ihr ihn habt. Ihr müsst nicht wie andere Menschen sein, ihr müsst die Dinge nicht wie jemand anders machen. Ihr seid einzigartig und Gott will, dass ihr so seid, wie ihr seid. Menschenfurcht ist eine andere große Angst, die wir oft haben. Doch wenn Gott auf meiner Seite ist, was kann ein Mensch mir dann tun? Warum sind wir von der Meinung anderer so abhängig? Wir lassen uns eine neue Frisur machen und wollen, dass alle sagen, oh. Wenn sie aber so machen, ihr wisst, was es bedeutet, wenn jemand interessant sagt. In Apostelgeschichte 5, Vers 29 steht, wir sollen Gott mehr gehorchen als den Menschen. Paulus sagt in Galater 1, Vers 10, wollte ich noch den Menschen gefallen, dann wäre ich kein Knecht Christi. Wow. Wow. Doppeltes Wow. Hier stehe ich und sage euch, hätte ich versucht, Menschen zu gefallen, was ich mir verzweifelt gewünscht habe, und hätte ich in der Zeit, als Gott mir meinen Auftrag gab, nur nach Anerkennung gesucht, hätte ich meine Bestimmung nicht erfüllt und würde heute hier nicht stehen. Satan stiehlt den Menschen ihre Bestimmung, weil sie anderen gefallen wollen. Gott beruft einige Menschen dazu, aus dem Boot auszusteigen und etwas Neues zu tun. Amen. Versteht ihr? Schauen wir uns einmal Johannes 12, Verse 42, 43 an. Ich möchte, dass ihr diese Verse mitlest, damit ihr die Ernsthaftigkeit dahinter versteht. Manche Leute kommen in ihrer Beziehung zu Gott nicht voran. Es fehlt an Tiefe. Sie spielen ihr Leben lang Kirche und geben sich Gott nicht wirklich hin. Denn wenn ihr entschlossene Christen werdet und eure Freunde das nicht unterstützen, werden sie euch aus der Gruppe ausschließen. Also, du hältst dich wohl für besonders heilig. Denkst du etwa, du wärst was Besseres?
Ich erinnere mich an einige meiner Freundinnen. Nachdem Gott mich gerufen hatte, ich wollte zu Hause bleiben, die Bibel studieren und beten. Es ging nicht darum, obergeistlich zu sein. Ich wollte einfach nur Gott begegnen und etwas lernen. Ich hatte kein großes Interesse mehr an den Dingen, die ich vorher getan hatte. Stattdessen spürte ich diese Berufung auf meinem Leben. Ich erinnere mich, wie einige meiner Freundinnen zu mir sagten, Joyce, wir machen uns echt Sorgen um dich. Du gehst ein bisschen zu weit mit diesem religiösen Zeug. Und alle waren Christen. Aber sie waren besorgt um mich, weil ich das tat, was Gott meiner Meinung nach von mir wollte. Wir verloren Freunde. Wir wurden von einigen Angehörigen geächtet. Wenn ihr Dinge tut, die nicht der Norm entsprechen, werden viele das nicht mögen. So ist das. Ich sagte, wenn ihr Dinge tut, die nicht unbedingt der Norm entsprechen, werden viele das nicht mögen. Okay, schauen wir uns diese Bibelstelle an. Johannes 12, Vers 42. Es gab allerdings sogar unter den führenden Männern viele, die an Jesus glaubten. Aber wegen der Pharisäer bekannten sie sich nicht offen zu ihm. Sie mussten befürchten, aus der Synagoge ausgeschlossen zu werden. Es war ihnen wichtiger, ihr Ansehen bei den Menschen nicht zu verlieren, als bei Gott Anerkennung zu finden. Es war ihnen wichtiger, ihr Ansehen bei den Menschen nicht zu verlieren, als bei Gott Anerkennung zu finden. Ist das nicht verblüffend? Leute, die an Jesus glauben wollten, wendeten sich von ihm ab, weil es nicht gut für ihr Ansehen war. Sie zogen es vor, Menschen zu gefallen. Ihr müsst sehr darauf achten, nicht von Menschenfurcht regiert zu werden. Es gibt alle möglichen Ängste. Jetzt bin ich fast am Ende meines letzten Vortrags angelangt. Das, was ich für heute geplant hatte, habe ich noch gar nicht angesprochen. Aber keine Angst, mir bleiben noch ein paar Minuten. Es gibt die Angst vor Mangel, die Angst vor Einsamkeit, die Angst vor dem Verlassenwerden, die Angst vor dem Tod, die Angst davor, Unrecht zu haben. Was ist so schlimm daran zu sagen, ich habe mich geirrt? Versuchen wir es mal. Sagt, ich habe mich geirrt. Murmelt es nicht nur, sagt es, ich habe mich geirrt. Wisst ihr, Recht zu haben, wird ziemlich überbewertet. Es ist erstaunlich, was für einen Aufstand wir machen, um Recht zu bekommen. Warum eigentlich? Dabei hat jeder, der die wahre Gerechtigkeit kennt, das gar nicht nötig. Ihr müsst andere nicht davon überzeugen, dass ihr Recht habt, weil ihr wisst, dass zwischen Gott und euch alles in Ordnung ist. Wenn es wichtig ist, dass ihr Recht bekommt, wird Gott euch verteidigen und es ans Licht bringen. Wie steht es mit der Angst vor Schwierigkeiten, Leid und Verfolgung? Ich liebe es, wie Jesus in Johannes 4 mit den Jüngern ins Boot steigt und sagt, lasst uns auf die andere Seite übersetzen. Okay, er sagt zumindest, wo es hingehen soll. Lasst uns auf die andere Seite übersetzen. Wie viele von euch glauben, dass Gott euch gesagt hat, wo es hingehen soll? Und was erlebt ihr? Einen Sturm? Die Jünger gerieten auf jeden Fall in einen Sturm von Orkanstärke. Und nicht nur das, Jesus schlief auch noch tief und fest im Bootsinneren. Wie gefällt euch diese Art der Ermutigung? Ich dachte, wir fahren ans andere Ufer und jetzt wird dieser Sturm uns umbringen. Sie weckten ihn auf. Herr, ist es dir egal, dass wir zugrunde gehen? Und er tadelte sie wegen ihrer Furcht und tatsächlich landeten sie ein paar Verse später sicher auf der anderen Seite. Wisst ihr, Gott wird euch auf die andere Seite bringen. Es gibt alle möglichen Ängste, die uns davon abhalten wollen, das zu tun, was Gott für uns geplant hat, aber das muss nicht so bleiben.
Wenn wir lernen, unseren Blick auf Gott zu richten, anstatt auf unsere Ängste, werden wir in der Lage sein, das zu tun, wozu Gott uns bestimmt hat. Er liebt uns und seine Liebe gibt uns die Zuversicht, weitergehen zu können und etwas zu wagen, anstatt uns aus Angst zurückzuziehen. Nancy ist 2 Jahre alt und im Alter von 3 Monaten erlitt sie eine schwere Kopfverletzung. Von diesem Moment an waren ihre Entwicklung und ihr Wachstum stark gehemmt. Deshalb konnte sie sich nicht wie ein normales Kind entwickeln. Jetzt ist sie seit 2 Tagen in unserem Krankenhaus und bekommt hier die medizinische Behandlung, die sie braucht. Man zeigt ihren Eltern einige physiotherapeutische Übungen und bringt ihnen bei, wie sie Nancy stärker fördern können. Durch die Medikamente und die Physiotherapie stehen die Chancen für sie sehr gut, dass sie eines Tages selbstständig gehen kann. Nancys Eltern waren 2 Tage hintereinander mit ihr hier. Sie lieben sie sehr und wollen, dass sie die Hilfe bekommt, die sie braucht. In ihrem Namen danken wir ihnen, dass wir hierher kommen können, um so wunderbaren Kindern wie Nancy zu helfen. Hey, sweetie. You're a beautiful girl. Yes, you are. Zu einem guten Morgen gehört ein gutes Frühstück. Und die tägliche Andacht von Joyce. Frische Impulse und gute Gedanken, die Kraft geben für den Tag. Abonnieren Sie die Andacht kostenlos auf joyce-meyer.de/andacht oder auf Facebook. Fangen Sie den Tag gleich richtig an. Es lohnt sich.